Zu einem perfekten Essen gehört natürlich auch noch ein perfektes oder wunderbares Dessert. Und ihr denkt jetzt bestimmt bei einem Brotbackautomaten gleich als erstes an ein wunderbares Früchtebrot, was wir halt mit tollen Zutaten uns machen können. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben nämlich noch eine andere Möglichkeit. Und zwar nehmen wir jetzt einfach unseren Brotbackbehälter raus, stellen ihn schön beiseite. Und dann haben wir hier unser extra erhältliches Sonderzubehör, und zwar einen Eismaker. Ihr könnt mit diesem Brotbackautomaten auch gleichzeitig ein leckeres Eis machen. Dazu einfach diesen Adapter unten einsetzen und den Behälter, den ihr am besten über Nacht im Tiefkühlschrank aufbewahrt habt, dass er richtig schön durchgefroren ist, mit dem Handtuch greifen und einsetzen. So, klick und fest ist er. Und da würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wir machen ein leckeres Himbeersorbet. Ein Sorbet ist immer lecker, fruchtig, erfrischend und vor allem hat man ganz viele Möglichkeiten. Man könnte jetzt zum Beispiel frische Früchte nehmen oder ihr geht im Sommer auch daher, wenn die Früchte Saison haben, kauft euch die frischen Früchte auf dem Markt oder halt beim Händler eures Vertrauens, vakuumiert sie mit unserem Vakuumierer ein und friert die kurz ein. Dann habt ihr auch im Winter zu Weihnachten fürs Festessen die perfekten, vollaromatischen frischen Früchte. Denn gerade um das Aroma und um die Frische geht es ja bei all unseren Produkten. Wir möchten, dass ihr wisst, was drin ist im Essen und auch wirklich das leckere, optimale Essen habt. Meine Kollegin hat mir schon mal die Himbeeren vorbereitet. Dankeschön. Zu den Himbeeren gebe ich jetzt einfach etwas Wasser, indem wir schon mal Zucker aufgelöst haben. Das geht am besten, indem man das Wasser aufkocht mit etwas Zucker. Dann hat man so einen schönen Sirup quasi direkt fertig. Alternativ zum Zucker kann man natürlich auch Agavendicksaft benutzen oder Honig oder auch Stevia und ein bisschen Wasser. Man kann das natürlich auch aufpeppen und Säfte oder etwas anderes nehmen als Wasser. Das Ganze pürieren wir mit unserem Pürierstab einmal kurz. Dank der 800 Watt Power geht das ja auch rasend schnell. So, aufpassen, dass er mir nicht runterfällt. Den Stab lege ich dann schon mal in den Abwasch. Und unsere leckere Himbeermasse, die geben wir dann in diesen Eisbehälter rein. Wer mag, kann die Masse auch durch ein Sieb streichen, dass man diese kleinen Kernchen nicht da drin hat. Aber mich persönlich stören die nicht. Ich mache die gerne so komplett fertig. Wichtig ist nur, achtet darauf, dass ihr nicht zu viel nehmt, denn beim Frieren vergrößert sich das Volumen ja auch noch mal ein bisschen. Und wir empfehlen so als maximale Füllmenge 300 bis 350 Milliliter zu nehmen. Dann einfach Deckel zu. Mit der Menütaste wählen wir jetzt das Menü aus, was wir brauchen. Das steht hier zur Erinnerung nochmal auf dem Deckel drauf. Für das Eis wäre das jetzt der Menüpunkt 15. Das heißt, wir gehen jetzt hier durch bis zum Menü 15. Unser Designbrotbäcker, der schlägt auch schon gleich eine Zeit vor, und zwar 25 Minuten. 25 Minuten ist an sich eine gute Zeit. Wenn man es noch ein bisschen weicher haben möchte, würde man jetzt 20 Minuten wählen. Ich schlage vor, wir starten einfach mal mit 20 Minuten und drücken dann die Starttaste. Und los geht es. Schon wird unser leckeres, frisches, fruchtiges Himbeersorbet gemacht. Aber man kann natürlich nicht nur ein Sorbet damit machen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr jetzt ein richtiges Eis macht. Also zum Beispiel ein schönes Vanilleeis oder ein Eis mit diesen schönen leckeren amerikanischen Keksen, die ihr ein bisschen zerstoßt. Das alles könnt ihr machen mit allen Zutaten, die ihr wollt. Auch Nüsse und noch viel, viel mehr Schokolade, Früchte, wie auch immer. Wir haben hier für euch noch mal was vorbereitet. Dankeschön. Und zwar eben das eben erwähnte leckere Vanilleeis und das amerikanische Kekseis. Das machen wir jetzt einfach mal frisch rauf. Übrigens ist das so, wenn ihr das Eis frisch gemacht habt, hat das so ein bisschen so eine Soft-Eis-Konsistenz. Also es ist noch sehr luftig, weich, eigentlich schon auch perfekt zum Genießen. Wer sein Eis aber ein bisschen fester mag, der friert es einfach nochmal in einem Behälter oder auch in diesem Behälter für eine Stunde oder länger ein, bis es halt die gewünschte Konsistenz hat. Zum Eis gehört meiner Meinung nach immer auch so ein perfektes Topping nochmal oben drauf. Jetzt so ein bisschen krokant. Und der passende Keks. Und dann guten Appetit. Lasst es euch schmecken.